Die zweite Zutat scheint schwieriger zu beschaffen zu sein, aber nicht unmöglich. Nach frustrierenden Wochen des Wartens, in denen ich Tag und Nacht zum Nigilisbaum der Akademie ging und keine Anzeichen von Früchten entdecken konnte, habe ich in dem Buch, den ich meinen Kräuterkundelehrer stibitzt habe, einige wertvolle Informationen gefunden. Wächst ein Nightingale-Baum normal, wird er niemals Früchte tragen und seine Blätter nehmen eine derartige, eine dunkelgrüne Färbung an. Aber wird der Baum mit Hilfe von Magie gezogen, werden seine Blätter hellgrün und er trägt Früchte. Jetzt muss ich nur noch einen Nightingale-Samen in den Finger bekommen. Ich muss Mustavio fragen, ob er welche hat, um diesen mit einem magischen Zauberspruch einpflanzen. Das wird jedoch ein wenig schwieriger werden, als ich dachte. Ich muss eine Ausrede dafür finden, dass ich im Gewächshaus einen neuen Baum anzupflanzen. Mustavio. Mein Gott, habe ich gerade Probleme, da zu lesen, ey. Der Nigilisbaum benötigt zum Wachsen magisches Licht. Und Wasser? Wasser wird nicht das Problem sein, da das Wasser, das durch sämtliche Brunnen dieser Schule fließt, über schwache magische Eigenschaften verfügt. Aber das Licht ist etwas anderes. Ich bezweifle, dass der Lichtzauber, den wir im Unterricht der Arkan-Künste gelernt haben, dafür ausreicht. Okay, und das letzte? Das ist lächerlich. Sämtliche Bücher in diesem den Informationen in Bezug auf das Formwandeln erscheinen, beziehen sich auf die Heidenblume als letzte Zutat, aber keine meiner Lehrer hat jemals von einer solchen Blume gehört. Möglicherweise wurde sie schon seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen und ich finde keine gute Beschreibung oder Zeichnung dieser Blume. Also muss sie äußerst selten sein. Wie auch immer, und ich habe für alle Fälle einige Informationen, die mir deutlich erschienen, in dieses Notizbuch geschrieben. Ich kann nur hoffen, eine derartige Blume in dem Wald um die Akademie herum zu finden. Die einzige Ähnlichkeit in allen Beschreibungen war die Tatsache, dass sie alle einen Baummann erwähnten. Ein Baum, der reden oder sogar gehen können soll. Wo werde ich den nur finden? Ich frage mich, welches der Legenden wahr ist. Ist es die eine eines Menschen, der von der Göttin der Natur verflucht wurde, oder ist es diejenige, in der ein Baum mit außergewöhnlichen Kräften ausgestattet wurde, um die Wälder zu beschützen? Ich mache mich besser wieder an meine Forschungen und suche nach einem Formwandlertrank, der keine Zutaten erfordert, die ich unmöglich auftreiben kann. Gott, ist das ein langer Text. Okay, damit wissen wir einmal zu Mustavio, einmal zu dem Baum. Dem Baum können wir ja momentan nichts anfangen, weil er ja noch am Schlafen ist. Dafür müssen wir das Teil... Hey Lydia, kennst du die Geschichte der Chimäre, die dir bei deiner ersten Prüfung begegnet ist? Nein, ich kenne sie nicht. Ist diese Chimäre nicht bloß eine Statue? Oh nein, sie ist viel mehr als das. Sie war einmal eine Kreatur aus Fleisch und Blut. Nie im Leben! Ich schwöre, es ist die Wahrheit. Seit Anbeginn der Zeit war die Chimäre eine der meistgefürchteten Kreaturen der gesamten bekannten Welt. Und als Nightingale und Winter Owl in das Tal kamen, um die Schule zu bauen, mussten sie sich mit einer herumschlagen, die in einer nahen Höhle lebte. Glücklicherweise konnten sie sie mit Hilfe der Macht von Orlos, der Rune der Erdmagie, einfangen und in diesem steinernen Gefängnis einschließen. Als schaurige Mahnung an die Verwundbarkeit des Menschen benutzten Nightingale und Winter Owl sie, um die Kandidaten zu testen, die kamen, um an ihrer Akademie zu studieren. Wow, was für eine tolle Geschichte! Ja, und wo ich es gerade sehe... Einen Moment, so war das. Ja... offline, so. Zurück zum Spiel. Das nervt dann doch ein bisschen mit den Fenstern hier unten rechts. Noch sagen wollte, um den Baum zu wecken, müssen wir ja unser Amulett reparieren, was auch wieder Mustavio machen muss. Dafür brauchen wir aber die Ersatzteile. Nun, was für Ersatzteile brauchen wir da und wo kriegen wir die her? Und ich kann nur hoffen, dass Mustavio uns kostenlos seine Hilfe anbietet. Aber wie ich ihn mittlerweile kennengelernt habe, bezweifle ich das. Also wo kriegen wir dann noch Geld her?
Und wir brauchen ja auch noch Geld. Ah, Zack, komm. Geld, um uns diese Spielfiguren von ihm zu kaufen, von denen er geredet hat. Er sagte ja, die werden wir aber garantiert kaufen. Es wird sich zeigen, wie wir das hinkriegen. Hallo? Achso, ich hänge gerade ein bisschen. Okay, erstmal zum Stadion. Mal sehen, was er sagt. Vielleicht haben wir ja irgendwie Glück. Lauf, Lydia! Schneller! Hallo? Hier runter. Ach, hier sind wir, okay. Ach schon, warum ist da plötzlich keine Tür? Komm schon. Okay. Was sieht man denn da hinten noch? Moment, einmal bitte zurück, Lydia. Einmal hier hin. Was ist das? Hallo, jetzt komme ich nicht mehr wieder zur Tür raus. Moment, jetzt kann ich wieder. Ich sehe eben nicht das Symbol dafür. Hier, hinten. Was ist das? Frage ich mich gerade wirklich. Weil hier sind wir angekommen. Hier hinten war dann ein Berg hoch, wo wir das erste Mal Mustafio getroffen haben für das Tutorial. Aber was ist das hier hinten? Eventuell finden wir das auch noch raus. Mal gucken. Weil da hinten dürfte eigentlich kein Teil mehr der Schule sein, das ist viel zu weit weg. Okay, wieder durch den Wald. Es lädt. Okay, weiter. Mustafio, bitte hilf uns doch. Willkommen zurück, Lydia. Wie kann ich euch helfen? Und wieder setzt sie überhaupt nicht nervige Musik ein. Ich kann den Hausmeister überhaupt nicht finden. War eure Suche nach meinem Freund, dem Hausmeister, erfolgreich? Tut mir leid, Mustafio, aber ich kann ihn nirgends finden. Ei, ei, ei. Das sind schlechte Nachrichten. Machen wir ein Geschäft. Wie? Was für ein Geschäft? Ihr helft Mustafio zu bekommen, was er braucht. Und er gibt euch im Gegenzug etwas dafür. Was bekomme ich, wenn ich euch helfe? Mustafio, der Großzügige, gibt euch diese kleinen Figuren für das Labyrinth des Minotaurus. Okay. Nehmen wir an, ich helfe euch. Was genau muss ich tun? Tapferes Mädchen. Ich wusste, Mustafio kann auf euch zählen. Ich habe nicht Ja gesagt. Es ist sehr einfach. Ihr müsst nur in die Akademie gehen und die kleinen Weinfässer und die Kisten finden, die ich brauche. Ihr müsst sie nicht einmal bringen. Findet sie nur und sagt mir, wo sie sind. Woher weiß ich, dass sie tatsächlich euch gehören und dass ihr sie nicht stehlen wollt, jetzt wo niemand hier ist? Ihr bezichtigt Mustafio, den Herrlichen des Diebstahls? Wie könnt ihr es wagen? Hey, ich bin zum ersten Mal hier, die Schule ist leer und ich kenne euch nicht. Wie soll ich eurer Meinung nach reagieren? Ihr habt recht, junge Freundin. Also, mein Name steht auf den Kisten und Fässern, also könnt ihr sehen, dass sie mir gehören. Du musst ihm helfen, Lydia. Du kannst nicht zulassen, dass er bankrott geht. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich tun kann. Zum Glück haben wir ja die Sachen alle schon gefunden. Wir müssen sie ja noch nicht mal bringen. Wie super. Könnt ihr mir mehr über diese kleinen Figuren sagen? Könnt ihr mir mehr über die Figuren sagen, die ihr mir geben wollt? Sie sind Teil eines erstaunlichen Spiels, welches euer ehrfürchtiger Diener Mustafio aus einem fernen Land an diese Schule gebracht hat.
Glaub mir, Lydia, das Spiel ist großartig. Aber ich warne euch, ohne sie könnt ihr es nicht spielen. Mit jedem Figurenpaar könnt ihr das Spiel nur einmal gewinnen. Aber wenn ihr gewinnt, bekommt ihr einen herrlichen Preis. Das hört sich doch noch was an. Ich habe die Weinfässer gefunden. Ich habe die Weinfässer gefunden, die ihr sucht, Mustavio. Perfekt. Wo finde ich sie? Zuerst geht ihr in... Nun müsst ihr nur noch meine Spezialkisten finden. Die habe ich natürlich auch schon gefunden. Willkommen zurück, Lydia. Wie kann ich euch helfen? Mustavio, ich habe die Kisten. Mustavio, ich habe die Kisten gefunden, die ihr sucht. Gut, wo sind sie? So findet ihr sie. Großartig! Ihr habt Mustavio das Leben gerettet. Hier, wie versprochen, nehmt diese Figuren als eure Belohnung. Figuren des Labyrinth des Minotaurus. Die zwei kleinen Figuren werden häufig in einem Spiel namens das Labyrinth des Minotaurus verwendet und stellen einen Minotaurus und einen Goblin dar. Sie werden unter den Studenten der Dragon Vale Akademie ziemlich geschätzt. Vielen Dank, Mustavio. Das hilft uns doch schon mal weiter. Hast du noch... Nö. Sag bloß nicht, ich kann ihn nicht mehr ansprechen. Okay, Mustavio ist für uns gestorben. Wunderbar. Bis später, Mustavio. Euch viel Glück, werte Kundin. Halt, darf ich jetzt? Nö. Tschüss. Okay. Viertelstunde habe ich noch. Kann man das denn nochmal versuchen mit dem Labyrinth des Minotaurus? Ich bin gespannt, was wir da als Gewinn kriegen, wenn wir das schaffen sollten. Hoffentlich ist es was Nützliches. Aber jetzt, wo wir den auch nicht mehr ansprechen können. Das heißt auch nicht auf diese Baumsamen. Haben wir ein Problem, wenn das nicht nichts bringen sollte. Dann wüsste ich nämlich auch nicht mehr weiter. Ich bin gerade am Überlegen. Nee. Ich meine mich zu erinnern, aber ich sag jetzt mal lieber nichts. Spoiler sind immer scheiße. Und das ist halt der Nachteil, wenn man ein Spiel nicht blind spielt. Ich weiß halt schon vieles darüber, was ich hier machen muss. Zwar nicht alles, aber relativ viel schon. Das ist halt dann der Nachteil. Das war unten, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, müsste eigentlich. Ja genau, hier unten hat man ja auch das Buch gefunden und da war dann auch das Labyrinth des Minotaurus. Wunderbar. Genau, hier sind wir richtig. Na komm. Hier lag das. Genau, hier lag das Buch und da hinten ist das Labyrinth des Minotaurus. Schon lange keine Vision mehr bekommen, Lydia. Was ist los? Einmal wieder angucken. Okay, und wieder Musik. Herrlich. Okay, wir können in drei Richtungen bewegen, aber wir hören uns am besten einmal die Regeln des Spiels an. Hilf dem kleinen Goblin mit seinem Schatz aus dem Labyrinth des Minotaurus zu entkommen. Für jedes Feld, das du der Goblin bewegst, bewegt sich der Minotaurus zwei Felder. Allerdings bewegt sich der Minotaurus nicht sehr effizient. Zu verstehen, wie der Minotaurus sich bewegt, wird dir bei der Flucht aus dem Labyrinth helfen. Okay, ich gehe mal runter. Hier lang. Ah. Wenn ich jetzt rechts gehe, hat er mich sofort. Wenn ich hochgehe, hat er mich wahrscheinlich auch sofort. Oh, dann hat er nichts. Jo, er hat mich. Ich muss den also sozusagen in eine Falle locken.